Okay, ach, Platz 8, ey. Nee, Platz 9. Aber ich bin außen, das ist schon mal geil. Freut mich schon mal. So, Bischi, na dann, viel Ja, Erfolg. dann. Alter, ich hoffe, dass mir jetzt halt keiner hinten. Also, ich werde. Gut, ich beschleunige halt schlecht. Das ist schon mal für alle doof, die hinter mir stehen. Aber ich werde halt wahrscheinlich auch sehr, sehr früh mindestens vom Gas gehen wieder. Das, ich hoffe, dass mir keiner hinten reinkachelt. Ich auch. Also, jetzt kommt er erstmal. Kann Die ich noch schnell einen Einführungsrunde Schluck läuft trinken? und die Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich Oh, wir haben wieder geht's verschiedene los. Strategien. Ja. Also, ich meine jetzt, wir haben ein paar Softfahrer Autos dabei. kehren an ihre Ja. Startpositionen zurück und die Fahrer werden versuchen, einen guten Start hinzulegen, um heute wertvolle Punkte zu ergattern. Jetzt gibt es nur noch die letzten Ich habe Absprachen mit keine den Ahnung, Ingenieuren und Sahne. dem Gepäck. Wahrscheinlich, damit der Motor genug Sauerstoff kriegt oder so im Stand. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas kann ich mir nur vorstellen. Wie nervt mein Kopfhörerkabel heute? So, ich muss euch ein bisschen weiter wegschieben, Chat. Aber passt schon. Sogar ein besserer Start als gedacht. Ja, danke! Ich krieg die Verwarnung für Matrix, der mir hinten reinrauscht. Oh nein! Oh Gott! Also, ich bin aus dem Rennen raus. Oh Danke an nein! Matrix. Oh. Ja, ich muss jetzt eine ganze Runde ohne Flügel fahren. Oh, fuck. Und er hat schon eine Durchfahrtsstrafe. Ja, und vorher machen so komische Macken und er schiebt mich von hinten ab. War ich irgendwie ganz unkonzentrierter Start von mir, aber dich hat es auf jeden Fall schlimmer getroffen. Diesmal werde ich ein Video einschicken, weil das ist. Ja, der ist richtig so, dafür ist er auch da. Nehme ich überhaupt auf? Ich hoffe. Du hast es vor uns im Qualifying angemacht eigentlich. Ja, ich habe zwischendurch aus. Ach so, ah, okay. Ja, ich bin leider auf 11 zurückgerutscht, weil ich einen Unaufmerksamkeitsfehler hatte. Ansonsten hatte ich nämlich eigentlich sogar einen ganz guten Start. Hier liegen Teile in der Deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig. Damit Oh, ich riskieren bin wir echt eine sauer. Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Virtuelles Safety Car, das hilft dir zumindest ein bisschen. Ja, trotzdem, ich habe jetzt schon 30 Sekunden. Ja. Oh, was machst du denn, Piano? Alter! Ich kann ja nicht sein, dass ich 5 Sekunden plus im Delta habe und alle anderen vor mir so krass bremsen müssen. Oben hingeladen. Weil ich habe Unterboden kaputt, ey. Gott. Das ist natürlich extrem belastend. Was hat er denn gemacht? Ist er dir reingefahren? Der ist mir voll volles Oh. Pfund hinten drauf. Und hat mich abgerollt. Und der hatte da schon eine Durchfahrtsstrafe. Der hat einen Fehlstart hingelegt. Oh, wow. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Das ist gut. Habe ich sogar noch Grüne Flagge. verloren. Das Rennen geht weiter. Erstmal wieder an Piano rankämpfen da. Jetzt das DRS verwenden. Ey, ich spinnt ja total.
Aber wie gesagt, ich danke mich bei Matrix, der mir meinen Rennen kaputt gemacht hat. Ich bin über eine Minute hinten. Oh wow. Lohnt sich das jetzt, das ERS rauszubauen, um an Ed ranzukommen? Hans wird auch klar an mir vorbeigehen. Wer stirbt beim Exit? Scheiße. Vor allem, wenn ich schon Durchfahrtsstrafe habe, dann... Ja, und ich bin sowieso in dem Moment Letzter, dann fahre ich doch nicht drauf. Okay, alles klar. Also dann lasse ich mir doch mehr als Platz, wenn ich, vor allem, wenn ich sehe, dass da vorne komisch hin und her gefahren wird. Ja, vor allem in der ersten Runde weiß man, dass sich das da übelst staut. Wir haben es extra noch vorher 10-mal gesagt, so, weißt du? So, Hans, 2,5 Zehntel hinter mir. Könntest du mich jetzt Startziel überholen, bitte? Ich werde kein ERS benutzen. Mein Plan ist, dass du mich an Ed ranziehst. Hoffentlich räume ich ihn jetzt nicht ab in der Kurve. Allerdings muss ich jetzt natürlich an ihm dranbleiben. Ja. Habe ich es mir selber verkackt, mich ziehen zu lassen? Sekunden hinter dir. Das wegen so einer Scheiße. Ja, wo ist denn Edwin? Wollte der Onkel zu viel. Der Joker muss aber auch irgendwas passiert sein. 17 Sekunden hinter mir. Der halt auch massiv auf. Oh, nee, fuck. Kein Bremspunkt, mir fehlt alles. Davor habe ich in der Azkari Angst, dass ich meine Strafe abhole.
Also ich sag mal so, Chat, irgendwie am Montag und am Mittwoch in den Trainingsrennen hat das hier besser funktioniert. Du willst mich jetzt gerade verarschen, ne? Was? Macht jetzt schon wieder. Dass es bei dir besser funktioniert hat. Bombertausch. Ach so, ja, nee, Entschuldigung. Ich meine jetzt einfach, weil meine Linie gerade echt bescheiden ist. Ja, ich habe überhaupt keinen Grip. Ja. Ja, mein Grip ist eigentlich ganz gut, tatsächlich. Aber ja, klar, es hat kein Grip und klar, Unterboden kaputt. Machst da, ne, halt, hast eigentlich, ist halt schon vorbei. Die Heckflügel kaputt. Ja, das, ja. Okay, Rayleigh hat einen Fehler gemacht. Der hat gerade irgendwie eine halbe Sekunde auf mich verloren und sich eine Zeitstrafe eingefahren. Das ist gut. Ich versuche da jetzt trotzdem nicht mit RS ranzupushen. Fahren wir uns lieber. Mischt Joker von hinten. Weiß jetzt halt nicht, ob Joker schon in der Box war, dass der so weit hinter mir ist, oder ob es da ein Unfall... Alter, ist auch hinter mir. Auf Rayleigh hole ich gerade enorm auf. Also entweder sind seine Reifen schon durchgeraucht, oder keine Ahnung. Nicht mal mit Piano hinterher. Er freut sich auch mal über Gesellschaft. Ich komme nicht hinterher. Das hat nichts mit Gesellschaft. Denn ach so. Die Runde eine Sekunde ab, weil ich nichts machen kann. Rayleigh, hier will ich dich noch nicht überholen, um ehrlich zu sein. Jetzt. Hier gelupft. Hier will ich dich aber auch noch nie überholen. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Jetzt den Bremspunkt erwischen, Onkel. Versuch weg zu pushen. Bin ich denn an Chico jetzt wieder so krass rangekommen? Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Oh, fuck.
Jetzt hab ich Ray Fox übel ausgebremst, ey. Egal. War gerade ganz weird. Der hat gerade beim Runterschalten irgendwie nicht richtig funktioniert, die Tasten angenommen und irgendwie hat er auch gleichzeitig die Bremse gelöst. Warum auch immer. Ganz schräg. Ich will nachher im Replay nochmal angucken, ob der wirklich die Bremse gelöst hat. Oder ob sich das nur so angefühlt hat. Oh, Rayleigh ist gerade hinter mir an der Ascari eingeschlagen. Ich gehe diese Runde in die Box, Alter. Ich habe 44% hinten. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch eine Runde draußen bleibe, aber das macht keinen Sinn. Oh, Matrix. Eine Strafe. Alles gut. Boah, so, jetzt kalte, harte Reifen. Denk dran, Onkel. Unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Erstens wahrscheinlich nicht schaffen, aber so geil, jetzt mit alten Reifen an Ball da dran zu bleiben. Ganz schön gut.
Im DRS-Fenster. Mal gucken, ob wir das halten können. Die erste Schikane immer nicht, Leute, das ist belastend. Mike, weißt du, da wartest du schon und dann macht er langsam. Ah. Wow. Das muss ja jetzt auch gerade Matrix gewesen sein. Ich glaube nicht, dass Piano so eine Aktion macht, ey. Dachte jetzt kurz, Chat, dass der einmal quer über die Strecke zieht. Eigentlich wollte ich hinter Balder chillen, um mein ERS aufzufüllen, aber ich brauche einen Haufen ERS, um da dahinter zu bleiben. Krass. Reifen könnten fast ein bisschen wärmer sein nach meinem Geschmack. Das liegt daran, dass ich die ganze Zeit hinter Balder fahre. Okay, Matrix hat die Session aufgegeben. Ich glaube, jetzt lassen bei Balder langsam die Reifen nach. Ich würde gerade sagen, mal sehen, wie lange wir noch hinter ihm fahren sollten, aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Das Witzige ist, mit Leon und Toes kann ich mithalten. Das ist krass, ne? Sag doch alles, was ich für ein Rennen hätte haben können. Ja.
Stehende Räder nichts gut, Onkel. Ich gehe mal davon aus, dass Balder auch safe nochmal in die Box muss. Der war ja gefühlt schon die ganze Zeit auf harten Reifen. Muss da jetzt auf jeden Fall nicht auf Krampf vorbei. Oh, wir sollten aber auf jeden Fall im DRS-Fenster bleiben. Ich fahre unter Boden, unter Boden, unter Boden. Zu chillig an die Sache rangegangen, hier habe ich das Gefühl. Also Balder, keine Angst, solange du keinen krassen Fehler machst, bleibe ich schön geschmeidig hinter dir erstmal. Versuch selber keinen Fehler zu machen. Nämlich ungern der Gejagte sein. Nach vorne passiert eh nicht mehr viel. Abstand eh zu. Also aktuell ist eigentlich ziemlich chillig hier bei mir. Mal von Balder abgesehen, nach vorne 10 Sekunden, nach hinten 11 Sekunden. Relativ safer 9. Platz aktuell. Oh, Mike bezopft. Könnte noch eklig werden. Dieser Quersteher von Balder. Konnte und wollte ich nicht ausnutzen. Böser Verbremser von mir. Auch geil, immer wenn ich denke, so langsam sollte ich vielleicht doch dran vorbeigehen, mache ich einen Fehler. Okay, Mike holt natürlich mit Riesenschritten auf mit seinen Softs. Ich weiß jetzt natürlich nie, wie lange der Softs schon drauf hat, aber ich denke mal, der muss nochmal rein. Nee, der fährt damit durch. Okay, na dann wird's noch bitter für mich. Der Reifenunterschied ist nicht so enorm wie auf anderen Strecken, finde ich, aber... Die andere Seite ist, ranfahren ist die eine Sache, überholen halt die andere Sache, ne? Sag jetzt mal, der hat noch 9 Sekunden und eh der bei mir ist, sind die Softs wahrscheinlich
gut abgelutscht. Nein! Krieg mein Auto nicht unter Kontrolle. Gut, okay. Soviel zum Thema Mike. Kotzt mich das an. Die ganze Zeit hat das super funktioniert. Oh. Ja, dann fährt Balder jetzt 100 Pro auch durch. Warum zieht's mir denn da auf einmal den Arsch weg? Ich schaff das doch jetzt nicht, an Mike dran zu bleiben, um das DRS zu snacken. Ist das belastend? Okay, nach hinten habe ich Luft, aber bin auch nur Zehnter mittlerweile. Ja, die 10 Sekunden zu Balder, die hole ich nicht nochmal ein. Oha, Mike ist gerade eingeschlagen. DNF. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach. Boah, Safety Car. Gehe ich jetzt rein, gehe ich jetzt nicht rein. Weil die werden sich jetzt alle neue Softs holen, gehe ich mal von aus. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Weiche Reifen aufziehen. Reifen beim nächsten Boxenstopp. Muss, bringt sonst nichts. Das Gute ist, es bringt mich nochmal einen Ball daran und er hat eine 3-Sekunden-Strafe. Mir jetzt natürlich mega leid für Mike. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Das Safety Car wartet auf den Führenden, du kannst es überholen. Überhol das Safety Car. Cool, dass der Just Jeff mir sagt, dass ich das Safety Car überholen kann, wenn ich schon dran vorbei bin. Das hat gerade übelst Schiss, dass ich vergessen habe zu bremsen. Aber klar, macht ja Sinn, wenn kein anderes Auto da ist. Ja, das bringt mich jetzt natürlich nochmal an Balder ran. Aber wenn wir beide auf gleich alten Soft sind, denke ich mal, dass Balder mich abzieht.
jeden Fall. Wäre ich eher das Problem haben, dass Neuville mich auch noch überholen wird. Büschi. Wieso soll ich hinter Leon bleiben? Das macht halt. Das macht doch keinen Sinn! Oh Gott, ja. Bist du beruhigt? Ja, okay. Das Thema ist durch für dich, das ist gelutscht. Du musst jetzt quasi beim Neustart erst wieder alle vorbeilassen. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denk dran. What the fuck? Das Safety Car kommt diese Runde rein? Ja. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ich bin immer noch 13 Sekunden. Ich bin immer noch 13 Sekunden hinter Baldur. Ja, ich bin 50 Sekunden hinter dir. Ja, ja. Ja, aber weil es halt zu kurz vor Ende ist, darf ja die letzten zwei Runden kein Safety Car sein nach Spielprogrammierung. Deswegen kommt das jetzt quasi auf Zwang rein. Ich pushen, ey. Ja gut, okay, damit kriege ich den Platz von Baldur natürlich nicht mehr. Die Chance hätte ich nur gehabt, wenn ich dran bin, dann irgendwie im 3-Sekunden-Fenster zu bleiben, aber so. Gut, na dann fahre ich natürlich safe und... Wäre es ja fast sinnvoller gewesen, wenn ich nicht in die Box gefahren wäre. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ey, das ist so eine Scheiße. Ich komme nicht an. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Chat, ich hoffe, ihr hört meinen Kopf schütteln. Wenn er aber nach hinten... Ich mach doch nicht Platz, wenn er hinten auf mich verliert. GZ Leon. Wenigstens ja noch eine persönlich beste Runde fahren. Bin nur noch am Kotzen, ne? Ja, das glaube ich. Ja, vor allem ist halt, wenn du schon von Anfang an halt völlig bescheuert. Naja, ein 9. Platz. Ja, mache ich gleich. Erstmal kurz. Ein 9. Platz, meine Lieben.
Ich weiß nicht, ob mehr drin gewesen wäre. Wenn ich mich nicht gedreht hätte, hätte ich mit dem Safety Car vielleicht im 3-Sekunden-Fenster von Balder bleiben können. Oder auch ohne Safety Car hätte ich es ja geschafft, im 3-Sekunden-Fenster zu bleiben von Balder. Also ein 8. Platz wäre rein theoretisch möglich gewesen, sowohl mit als auch ohne Safety Car. Aber ich muss sagen, 9. Platz aus eigener Kraft. Ja, also sonst kriegen wir ja, wenn wir Punkte holen, muss ich ja ganz realistisch sein, hole ich die Punkte ja eher dadurch, dass andere ausfallen. Aber ich würde jetzt schon sagen, der 9. Platz aus eigener Kraft. Okay, Mike wäre jetzt eventuell noch vor mir gewesen. Weiß man nicht, wie stark die Softs abgebaut hätten und so weiter und so fort. Ich bin zufrieden. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Rennen. Der Dreher war Schmutz. Der war völlig unnötig, der Dreher. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ein Ticken zu viel auf dem Gas gewesen. Grip verloren, whatever. Alles zusammen. Ansonsten würde ich sagen, bin ich ein gutes Rennen gefahren. Nicht immer die beste Linie und hier und da ein paar Fehler drin gehabt. Aber straffrei, unfallfrei. Ja, ich hatte einen Dreher, aber ich würde trotzdem sagen, unfallfrei. Wir hatten keinen Schaden. Und gut zu Ende gefahren. Ja, was soll ich sagen? Meine Lieben auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Lasst mir ein Däumchen da. Und ansonsten für euch nochmal die Informationen auf YouTube. Immer donnerstags sind die Liga-Rennen live auf meinem Twitch-Kanal. 20 Uhr ist Qualifying, 21 Uhr ist Rennstart, so plus minus. Wenn ihr Bock habt, kommt da gerne live vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, whatever. Um welche Uhrzeit ihr auch gerade schaut. Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.